Die mache ich unter meine Schrotflinte. Habe ich auch gemacht. Man kann eine Präzisionsspritze hinzufügen. Dann macht er weniger Schaden, ist aber halt genauer. Hat eine höhere Reichweite, Altmetall, das ist ein Altmetall. Man kann so seine Waffen anpassen, das ist voll heftig. Aha. Mittlerweile verstehe ich das wenigstens noch etwas. Ja. Das ist voll heftig, was man jetzt machen kann. So, jetzt habe ich auch einen Flammenwerfer. Aber meine Waffe. Verdammt, deine Waffe hat auch einen Punkt oben drauf. Ja, ich habe diesen komischen Dingsverstecker da auch. Die Stahlverstärker hat auch drauf. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Wir frieren. Vielleicht sollten wir. Jedes Mal regnet das Spiel rein. Unwichtig. Bewegung, los! Hallo. Ich so hinterher geflogen bin. Zum Henker haben Dennings Männer uns gefunden. Komm, komm schon, lauf! Early, geh schon! Wir treffen uns am Lager! Oh, nur weil die Angst da haben. Ich hab das Gefühl, das wird Ärger geben. Oh, man kann. Ich kriege ihn nicht! Die KI der Gegner ist so gut. Voll heftig. Ich brauch hier Hilfe! Warum greifen die uns überhaupt an? Ich habe ja jetzt so ein bisschen die Story gelesen. Hä? Und das sind. Das sind Leute aus irgendeiner Vereinigung, die heißt Utologie oder so. Halt wie. Jetzt habe ich die vergessen. Wie ist nochmal hier diese Scientology, genau. So ähnlich wie Scientology sind die. Die was? Glauben an diese schwarzen Marker oder an diesen roten Marker. Das ist das, warum die hier halt sind, diese roten Marker. Woher kamen die? Also sind die gleich nett wie Scientology. Das ist unmöglich. Ja, die nicht durch halt den Shockspace. Ach ja, nicht aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie! Ellie! Die beten halt diese schwarzen Marker an, dass sie glauben, dass diese schwarzen Marker, die Erlösung bringen? Ja, genau. Dass sie etwas Göttliches sind. Und. Colin, schaff deine Leute her, er ist hier lang! Betrag, fuck. Und deswegen, beten sie halt diese an und so weiter. Und sie wollen es halt verhindern, den letzten roten Marker zu zerstören, weil es gibt den schwarzen Marker, der ist halt der ist im Golf von Mexiko gefunden worden. Im Golf von Mexiko und soll halt erklären, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Zurück! Also der hat damit angeschlagen und so weiter. Und dann hat man vor 300 Jahren den schwarzen Marker gefunden oder so. Und dann hat man halt den erforscht und so weiter. Und dann hat man herausgefunden, dass dieser
schwarze Marker nicht so gut ist, halt diese Necromorphs entstehen dadurch. So, aber einige Leute glauben, dass das mit dem schwarzen Marker etwas höheres, also eine höhere Bestimmung hat. Und deswegen. Ach, die war besser als die alte. Deswegen glauben sie daran. Dann hat halt derjenige, der diesen schwarzen Marker entdeckt hat, hat dann den nachgebaut, als der, weil der ist zerstört worden ins Meer wieder zurück. Halt irgendwie. Der wurde dann halt wieder versenkt. Dann hat man den. Ellie, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das ist ein Empfang. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Clark. Gerichtete Schwebefeld. Okay. Und auf jeden Fall hat man halt drei dieser schwarzen Marker hergestellt. Dieser roten Marker hergestellt. Und deswegen gibt es halt Dead Space 1, 2 und 3. Und wir zerstören gerade den, sollen halt den letzten zerstören. Deswegen sind wir auf dem Planeten. Naja, und da fällt mir später auch heraus, warum es noch Dead Space 4 geben wird. Na, es soll irgendwie ein interessantes Ende haben. So interessant wie das restliche Spiel. Ich habe keine Ahnung. Konnten wir noch nichts wirklich bauen. Ja, hab ich auch gerade so gemacht. Ein Ziel ist so viel. Fernrohr mit vollem Zoom. Erhöht den Schaden. Warum nicht? Fernrohr auf meinen Flammenwerfer und meine Schrotflinte gesetzt. Erhöht den Schaden. War halt noch das andere Teil. Ich kann auch hier ein Zielfernrohr draufsetzen. Warum nicht? Wofür sind die Dinger gut? Die Fernrohr oder was? Nein, die Dinger, die hier rumliegen. Keine Ahnung, wahrscheinlich zum Rumspielen. Oh, wow. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Zielfernrohr drauf. Und weißt du, was ich dachte? Man würde so jetzt richtig zoomen, weißt du, so durch die Waffe gucken, aber nein. Man kriegt einen Zoom-Filter drauf, so dass ich meinen Kopf sehe. Ich sehe die Waffe und meinen Kopf. Wenn ich zoome. Das ist so lächerlich. Durch welches Zoom hast du jetzt durch das? Oh, er hat gespeichert. Boah, dieses Spiel, das verarscht dann jedes Mal mit diesen Türen. Schrotflinte ist so angenehm. Komm, hier. Ich hab schon wieder den Suchwort, stimmt ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt zoome, muss ich mir das machen. Oh Gott, ich hätte das echt besser. Ja. Kannst ja noch zurückgehen. Nein, lass ich so. Du benutzt einfach die andere Waffe. Auf beiden habe ich das drauf. Ich meine, es macht mir Schaden, klingt doch super, oder? Mit zurück, okay.
gut, dass wir das tun hätten. Da lang. Der Tunnel! Er ist im Tunnel! Ich hab ihn! Wir haben dich. Ich hab voll verfehlt aufgrund des Zooms. Lebt der noch? Nicht mehr. Das ist voll unrealistisch. Ich kann den Schnee nicht schmelzen. Das ist künstlicher Schnee, deswegen. So. Das ist mal, ich will die Kiste. Mann. Artefakt entdeckt. Kommst du? Ja, ja. Ah. Ich dachte, die würden so jetzt gegen uns gehen. Vielleicht, weil die auf dem Boden liegen und tot sind. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Aber damit das passiert, muss Isaac Clark sterben. Die Zukunft eurer Religion, unserer Waffe, hängt davon. Haltet ihn um jeden Preis. Die sollen nur dich aufhalten, und wieso greifen die da mich an? Weil du ein Verbündeter bist und so. Aber du hast jetzt gesehen, dass sie wie Scientology sind, oder? Aha. Langweilig gegen Menschen zu kämpfen. Ja. Ja, langweilig, aber Menschen. Lol. Ich hab mal sau mit getroffen. Wie du ihn von hinten angreifst und er einfach nur weiter auf mich zielt. Aber ich find's erstaunlich. Das Action-Kampfsystem passt nicht zum Kampf gegen Aliens, weil die immer in den Nahkampf gehen, und selbst gegen Menschen macht das keinen Spaß, weil die Menschen einfach ultra doof sind. Ja. Ich glaube, das Spiel ist gar nichts, also nichts Richtiges. Ja, aber zu Menschen, wenn die KI besser wäre, wäre das mit den Menschen ganz okay. Ja, also, meine... Ich konnte schön bequem den Typen von hinten rücken schießen und du standst vor ihm. Ich bin schon wieder die Viecher. Ich glaube, der hat Zucker. Wir sollten ihm helfen. Hilf ihn! Ist da noch jemand? Warte auf Partner. Kommst du? Ja, oh, da lag noch was da. Nein. Was zum Teufel? Was ist das? Das sind schon wieder diese Zombies. Nee, komm mal, bitte. Wer abgeschossen wird und der weiß, der Player gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Ist da noch jemand?